Was geht ab? Dachte auf Kringe, manche hatten Lust, dass ich ein Streamy Mimi in the Kochi Mochi mache. Kommt heute noch RP? Wir kochen nichts Wildes. Ich wollte euch einfach nur mal. Guck mal, ich sag so, Chat. Ich bin gerade vom Sport gekommen und dachte mir, Digga, ich will aber vorher was Geiles essen. So selber machen. Meine Frau und die Kinder sind bei meiner Mutter in Kiel. Morgen ist ja mein Bruders Hochzeit, deswegen werde ich morgen auch da sein. Die machen Vorbereitungen, blablablu. Und deswegen dachte ich einfach, dann mache ich einfach gleich den Stream an. Ich bin alleine, wir haben Ruhe, es ist leise hier. Boah, ich höre kein Geheule. Und keiner, der so macht die ganze Zeit. Nein, nicht Reis mit Quark. Ich zeige euch heute ganz lecker easy. Wir machen Jujuk Waya in Sandwich. In das hier. In Wraps, Protein-Wraps. Frischkäse, das hier. Bisschen Tomatis, bisschen das hier, Soßimosis, natürlich holländische Soße. Ich bin Soßenfanatiker. Das hier ist Samurai-Soße. Wer kennt Samurai-Soße? Das hier ist nur Samurai-Soße. Ich habe Bock, euch einfach coole Sachen zu zeigen. Und natürlich werden wir das am Ende alles hier reinschmeißen. Und das ist auch mal ein Tipp. Wenn ihr so einen Sandwich-Maker habt, benutzt immer Backpapier, weil dann bleibt der immer sauber. Ihr könnt einfach das hier benutzen. Das ist das Beste. Ich habe mir erst gestern Nacht nochmal gemacht, weil ich ja fast nichts gegessen hatte. Wir machen die Eier da drinne. Und die Dings am Ende da drinne. Sehr schöne Küche, Dankeschön. Soll ich euch mal ein bisschen das Wohnzimmer zeigen? Das kennt ihr ja noch gar nicht. Das ist so eigentlich ganz einfach. Meine Frau sagt, weniger ist mehr. Sie will gar nicht so viel Schnickschnack haben. Das ist hier die Sitzecke. Hier ist der Fernseher. Hier ist meine, naja, Uhr für die Gebetszeiten. Das Problem ist, die haben wir immer noch nicht eingestellt, weil sie so kompliziert ist. Du musst dafür 35 Semester studiert haben. Ja, hier ist eine Soundbar. Ja, hier ist das Sofa. Ich kann nicht ganz zeigen wegen Fenster, bla bla bla. Hier ist, Moment, ich gehe mal hier lang. Hier ist so die Essecke. Also hier sitzen wir. Da ist noch eine Vitrine mit, keine Ahnung, ein bisschen so, also Dings da drin und so. Ja, also Alhamdulillah. Also ich sag euch, es ist ja mega, mega krass. Wenn ihr, also schaut mal, ich sag euch mal meine alte Küche. In meiner alten Wohnung war nicht mal, oh, dort, oh, ja, dort, weiß ich nicht, nein, vielleicht nicht mal. Von hier bis hier. Und diese Länge. Also wirklich nur den Innenraum. Ich sag euch, und ja, das ist unser Kühlschrank hier. Natürlich schon perfekt für die Kinder von den Kindern eingekleidet. Und ja, hier ist das Geschirr. Und hier, das mag ich gerne. Upa, ich mach dich nass, du Loser. Ich mach dich nass. Nein, mach mich nicht nass. Doch, ich mach dich nass. Ich weiß, das war Kringe. Natürlich, was man in jeder Schublade braucht, Spider-Man-Kleber. Dann, hier sind so. Ah, guck mal, das ist eigentlich cool, das kann man von Amazon so bestellen. Meine Frau mag das so, wenn die sortierten Sachen, wenn die Sachen immer so sortiert sind. Keine Ahnung. Das ist eigentlich ganz easy. Das haben wir selber bestellt. Warte mal, war das kein Geschirr? Doch, hier, ich habe doch das Geschirr gezeigt. Hier. Ach ey, Besteck, Mann, ich verwechsel diesen Sperrmüll jedes Mal. Ja, Besteck, okay, es tut mir leid. Hier ist Geschirr. So, das sind also Töpfe. Aber kann man auch, glaube ich, Geschirr nennen. Hier sind eigentlich die Pfannen, aber ein paar Pfannen sind. Nee, in Geschirrspüle? Ja, so hier. Ja, hier ist keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen diese Zerkleinerer. Was ist hier drin? Ja, hier ist auch ein bisschen Dings drin. Sonst hier, da ist nochmal Müll, da wird der Müll getrennt. Ah, hier sind so Gewürste. Hier ist Brotimoti. Hier sind so ein bisschen, das müssen wir noch machen. Bisschen Gewürste noch. Hier sind wahrscheinlich Dings da. Ah ja, okay, gut. So, Kartoffeln, ein bisschen trinken, dies, das. Das habe ich aus Holland mitgebracht. Das sind so Sachen, die ich mitgebracht habe. Deswegen hatte ich so viel eingekauft in Holland. Die kennt meine Frau aus Belgien. Ja, meine Mutter sagt immer Gewürste. Ja, verschiedene Gewürste. Und ja, hier, guck mal. Ich bin so stolz darauf. Ich gebe immer von meiner Frau an, dass ich das gefunden habe. Das ist so ein Teil, das ist so stabil. Ich kann das Gefühl selber, ich kann mich da drauflegen. Nicht eine Schraube, Amazon ist einfach Killer. So ein bisschen für Dings da. Das ist, ohne Schrauben kann man das zusammenbauen. Das ist so krass, Mann. Okay, Wallah, ist einfach Roomtour geworden. Ich wollte doch nur Sandwich machen, Mann. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir nehmen jetzt hier einmal das Brötchen. Dann nehmen wir machen uns zwei Stück, okay? Natürlich Protein von Sekt Plus, um auf meine Proteine zu kommen. Dann, ich zeige euch, was wir machen. Eigentlich ganz locker easy. Frischkäse. In Sandwiches so underrated, ne? Buttermesser. Dann nehmen wir den hier. Könnt ihr alles sehen? Ja. Dann machen wir ein bisschen so. Ich weiß,
Ich hoffe, meine Frau ist nicht im Livestream. Wenn sie sieht, ich benutze kein Brett, dann kriege ich immer ein bisschen... Ja, dann fragt sie mich, warum wir Bretter haben. Und dann sage ich, ja, soll ich dir jetzt darauf antworten? Dann sagt sie, warum haben wir Bretter? Dann sage ich, ja, weil... Keine Ahnung, Mann, das ist doch auch ein Brett, ihr Selleme. Und dann sagt sie, ja, aber lieber nicht. Und denkst, ich mach schon mal den Herd an. Ich muss gleich nur noch einmal ganz kurz schauen. Ach, guck mal, hier eigentlich ganz einfach. Ey, nein, ich schneide jetzt, muss ich echt Brett benutzen. Das Problem ist, ich sag euch nur eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, aber meine Frau benutzt halt für Fisch ein Brett, für Fleisch ein Brett und für Salat ein Brett. Und wenn ich das mal verwechsel und auf Fleisch, auf Fischbrett schneide, dann sagt sie immer, nein, das geht nicht, das können wir nicht machen, weil das riecht nicht gut und keine Ahnung. Ist das korrekt oder nicht korrekt? So, dann machen wir eigentlich ganz einfach hier. Immer die Finger so lassen, wenn ihr schneidet, ne? Wenn ihr so schneidet, das habe ich damals in meiner, ich wollte ja Koch werden, Chat. Ich habe es euch gar nicht erzählt. Ich hatte auch wirklich, for real, einen Ausbildungsplatz. Aber jetzt hört mal, ihr wisst ja, ich habe ja keinen Schulabschluss. Warum es gescheitert ist, er hat gesagt, du kriegst zu 100% diesen Ausbildungsplatz. Wir hatten seit Jahren keinen guten Praktikanten mehr. Und du hast uns, und wir haben keinen auch mehr genommen, weil wir so viel schlechte Erfahrungen hatten. Die haben uns alle ausgenutzt. Das war damals in Kiel in der Forstbaumschule. So ein Restaurant, wo so Lehrer essen gehen und so. Und dann haben die mir gesagt, mach deinen Schulabschluss und du kannst hier deine Ausbildung machen. Ich habe mich übertrieben gefreut. Das Problem ist, ich habe nie einen Hauptschulabschluss gemacht oder allgemeinen Abschluss. Deswegen ist die Ausbildung nie zustande gekommen und ich bin kein Koch geworden und trotzdem bin ich dick geworden. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja, guck mal, ich sage euch mal, wie das hier angeht. Ihr wisst ja, ihr kennt ja den Herd auch von Monte, von unserem Kochstream da. Der geht so an. Welche Platte soll ich denn benutzen? Einfach die hier. Jetzt machen wir den hier rauf. Dann machen wir ganz, ganz wenig. So. Die ist zu klein. Ja, die ist nicht. Glaub mir, ich mache nur Eier. Chat, für Eier reicht das. Für Eier reicht das, wirklich. Könnt ihr mir glauben. Ah ja, ganz wichtig. Natürlich die Soßen. So. Wo ist die Samurai-Soße? So, mit Soßen. Mit Soßen. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber bei Soßen weniger ist mehr. Okay? Also mit Soßen sollte man echt nicht übertreiben. Mit Soßen sollte man echt nicht übertreiben. Das ist hier nochmal, die habe ich auch aus Holland mitgebracht, Chat, hier. Samurai-Soße. Dann macht man so. Sehen fast gleich aus, aber die hier ist scharf und die andere ist pikant. Ja, ist das das Gleiche? Bester Löffel für Eier verrühren, immer hier aus diesem Silikon. Kein Metall benutzen am besten. Natürlich, das Allerbeste ist Holz. Wir haben unsere jetzt erst bestellt. Und jetzt zeige ich euch, hier sind die Eiers, wie man mit einer Hand Eier öffnet, okay? Den legen wir da hin, bleib mal da ganz kurz. Dann machen wir so, zack. Dann machen wir so. Spitze nach oben. Zack. Natürlich der Profi, ich küsse doch euer Herz, wisst ihr doch. Ach scheiße, ich bin kein Profi, ich habe vergessen die Tomaten anzubraten. Ich bin so scheiße. Huch. Oh nein, und die Lauchzwiebeln auch nicht. Oh nee, Digga, ne? Oh nee, ne? Aber wisst ihr was? Brauchen wir gar nicht. Wir nehmen einfach, wir machen ja die nachher gleich nochmal selber warm. Wisst ihr, wie oft ich in diesen hier, in Eisbergsalat immer Schnecken finde? Die verstecken sich immer so meistens, oder meistens hier drinnen so. Wer kennt das? So, jetzt suchen wir ein bisschen die braunen Stellen. Machen die ein bisschen ab hier. Waschen wir das. Esse nie Salat, stark. So, also eigentlich hängen wir das jetzt an der Wäscheleine auf. Ich weiß, ihr denkt jetzt, warum Wäscheleine? Aber das ist halt sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Dann werden wir hier ganz einfach so machen. So, so zu viel Salat ist nicht gut, weil von Salat schrumpft der Bizeps. Da haben wir ein bisschen Tomaten hier rein. Die sind ganz wichtig. Ihr braucht immer ein paar Tomaten extra für den Verzehr. Mhm. Jetzt schaut mal, jetzt sieht das schon ungefähr so aus. Guck mal, jetzt sehen die Eier so aus. Schau mal, damit unten. Guck mal, seht ihr das? So einer auf Spiegelei. Aber so ein bisschen anders. Und ich versuche ein bisschen vom Salz runterzukommen. Deswegen werde ich nur, also nicht nachsalzen, sondern in Käse und so ist ja schon Salz drin. Schaut mal jetzt. Käse, zack. Und sagt mir jetzt nicht, ihr kennt kein Ei mit Käse, Chat. Erzählt mir nicht, ihr kennt kein Ei mit Käse. Macht mal eine Eins, wer Ei mit Käse kennt. Vertraut mir. Für die, die das nicht kennen. Bitte tut mir den Gefallen und probiert das. Versucht diesen Schablettenkäse zu benutzen.
Ihr könnt auch Streukäse machen, aber der klebt mir zu viel. Und das Lustige ist, ihr könnt das ja mal so machen. Ihr könnt mal vielleicht für eure Frau, Schwester, Bruder, was auch immer, mal Eier machen. Und dann sagt ihr nicht, dass da Käse drin ist. Weil guck mal, man sieht das nicht. Kein Mensch wird sagen, ey, da ist Käse drin. Und dann lässt ihr ihn das probieren und dann wird er sagen, Digga, was sind das für... Also es sei denn, er hat irgendwie Laktose oder so, ne? Zack, fertig. Eier ist kein Problem. Jetzt machen wir den aus. Das ist eigentlich, das ist wirklich ganz, ganz easy. Ich zeige euch hier nichts, was niemand machen kann. Fühle den Käse echt nicht. Ja, Bruder, du brauchst ihn nicht zu fühlen, du sollst ihn essen. Wer reibt denn am Käse rum, mein Schatzi? Guck mal, dann machen wir so. Okay, schön aufteilen, weil Gleichberechtigung. Ich muss beide Sandwiches gleich gut essen. So, okay. Ja, da ist gefühlt noch ein ganzes Huhn drin. Ne? So, so. Das legen wir natürlich direkt in die Spüle, weil wir wollen ja nicht unordentlich sein. Dann machen wir einfach Jujuk. Jujuk, nicht zu viel. Vielleicht maximal 4 für so einen Wrap, wenn ihr die benutzt. Und das Gute ist, der Käse ist schon mit den Eiern verschmolzen. Ihr braucht nicht auf den, ihr braucht nicht auf den Dings, ja? Guck mal, dann machen wir hier so einfach. Dann machen wir so und dann machen wir so. Und durch die Flüssigkeit von den Tomaten, die ich davor geschnitten habe, ist es komplett genässt. Ist natürlich sehr scheiße, weil ich habe ja kein zweites Brett genommen, so wie meine Frau mir immer gesagt hat. Aber ist egal. Das kommt am Ende eh alles im Magen. Kennt ihr diese Sprüche? Und jetzt, wenn wir diese saftig-knaftigen hier hinpacken. Eins, dann machen wir den hier an der Seite an. Dann machen wir so. Du chillst jetzt da. Ich habe euch zugedeckt. Ich habe euch Schlaflied gesucht. Verdammte Scheiße! Ja, Bruder, du bist zu lauchmäßig, deswegen habe ich dich mitgenommen. Ist kein Problem. Wir machen jetzt so. Ich zeige euch das jetzt, Chat. Jetzt schneiden wir Spitzen. Ganz wichtig, wie bei einem Friseur, der Frauen die Haare schneidet, Spitzen schneiden. Zack. Oder Männer schneiden auch Spitzen, glaube ich, ne? Hier, Big Sauce, einfach Rohats Haare. Einfach Rohat. So sieht Rohat mit Glatze aus. So sieht Rohat mit Haare aus. Du Pendejo, Mann. Zieh die mal über deinen Kopf. Nee, das ist wirklich, also guck mal hier, das ist Hut so, wenn man Hut hat, Bock. Das ist Mr. Bitcoin-Style. Und wenn man dann wie Looper sein will, auf Zylinderbasis, kann man auch gerne hier so machen. Ja, auf entspannt. Boah! Ey, guckt euch das an. Jetzt nehmen wir das hier, werden den hier machen. Dann werden wir das hier mitnehmen. Natürlich, darf nicht fehlen. So, so sieht das aus. Mhm. Das ist nicht mehr, also das ist nicht mehr Mashallah. Also wirklich sehr, 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 sehr heftig lecker. 1 bis 10. Mhm. Es ist mir unangenehm, mir selbst eine Zahl zu geben, aber wenn es jetzt jemand anderes gemacht hätte, dann würde ich sagen 8,5, 9. 8,5, 9, definitiv.